Verlassen Sie sich bei der Arbeit auf Ihr Augenmaß. Wenn Sie geübt sind, sollten Einstellungen im Zehntelmillimeterbereich kein Problem darstellen. Die einzustellenden Winkel werden aus der Bauzeichnung übernommen und am Winkelmesser des Universalanschlages eingestellt. Beim zweiten Werkstück, das in diesem Fall spiegelverkehrt hergestellt wird, muss der Winkel an der Maschine neu eingestellt werden. Damit die beiden Werkstücke absolut deckungsgleich werden, bietet es sich an, das erste Werkstück als Schablone zu verwenden. Bei der erneuten Einstellung eines Winkels über dem Winkelmesser an der Maschine ergeben sich unweigerlich kleine Toleranzen. Deshalb werden Winkel oft mit einer Schmiege abgenommen und auf Maschinen übertragen. Da das Bauteil in diesem Fall klein und mobil ist, kann es direkt als Schablone verwendet werden. Thank you.
Zu ihrer Arbeitssicherheit müssen Maschinen bei allen Einstell- und Umrüstarbeiten von der Energiequelle getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Dies gilt nicht nur für die hier gezeigte Fräse, sondern für alle Maschinen. Der Korpus soll zur Stabilität nicht nur geklebt, sondern auch verschraubt werden. Hierzu werden zunächst Linien eingezeichnet, auf denen entlang gebohrt werden darf. Danach werden die eigentlichen Bohrlöcher auf beiden Seitenteilen angezeichnet.
In diesem Arbeitsschritt werden Löcher für die Schrauben vorgebohrt. Erst zum Schluss wird der bereits auf die richtige Breite gesägte Deckel für das Zubehörfach eingepasst. Der Deckel hätte auch schon vorher hergestellt werden können, da alle Daten aus der Bauzeichnung hervorgehen. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, werden die Winkel erst jetzt mit einer Schmiege an dem zusammengebauten Korpus abgenommen und auf die Säge übertragen.
Das gezeigte Verfahren eignet sich für aufliegende Türen und Deckel mit Eck- und Mittelanschlag. Da der Deckel allerdings nicht aufliegt, sondern innen liegt, muss noch die Materialstärke des Deckels von 8 mm berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die beiden Magnete 8 mm tiefer eingebaut werden müssen. Thank you.